Hi! Und wir dürfen nur Nahkampfwaffen benutzen. Level 3 Weste only und kein Helm. Wir dürfen uns nicht heilen und nur Motorräder benutzen. Und jedes Mal, wenn der Kreis schrumpft, dann muss ich in die Mitte davon. Das ging nach einer sehr erfolgreichen Runde. Ja. Okay, wir müssen zu AL. Hier ist weder ein A noch ein L. Das macht keinen Sinn. Okay, wir sollten auf jeden Fall hier hingehen, weil das ist der beste Ort, an dem ich je PUBG gespielt habe. Das ist der nackte Wahnsinn. Und ich werde alle mit Nahkampfwaffen töten, während ich die ganze Zeit auf die Mitte des Kreises zurenne, ja? Es wird die beste Runde. Das darf ich auch nicht benutzen. Ich darf nicht mal das hier benutzen. Wir haben eine Waffe. Wir haben die beste Waffe, die man sich vorstellen kann. Hat mir Mazi empfohlen. Er ist nebenbei Pole. Kommt her, ich habe eine Brechstange. Haha. Oh, come on, hier ist eine AKM. Do you know the way? Oh, da ist ein Gegner. Hi. Oh, der hat eine Schrotflinte. Die mache ich kaputt. Oh, das sind zwei Gegner. Oh. Ich bin tot. Nächste Runde. Okay, Leute. Okay, wir rollen jetzt nochmal. Nur Assault Rifles, das ist okay. Level 2 Helm nur. Und keine Weste, das ist auch okay. Nur First Aid Kits, keine Fahrzeuge. FO, Carpooling sucks. Ha, ich bin nicht in der Gruppe. Okay, Leute. Das ist die Runde, Mann. Ich fühle es. Okay, warte. FO, da ist F, da ist O. Ja. Das ist schon fast. Ein Rucksack, den darf ich benutzen. Ich sollte eigentlich ziemlich allein hier sein. Und ich bin sogar am Punkt, Leute. Das ist die luckyste Runde EU West, okay? Darf ich auch nicht benutzen. Immer noch nicht benutzen. Und jetzt bin ich noch in der Red Zone. Das ist der glücklichste Tag in meinem Leben. Rein da. Schmerzmittel, das ich nicht nutzen darf. Tschüss. Ba-bam! Nichts. Ba-bam! Auch nichts. Loot. Hier ist eine Waffe. Nein. Hier ist eine Waffe. Eine AKM. Mit 90 Schuss. Jetzt geht's los. Alles rastet aus und zappelt wie ein Lachs im Räucherspieß. Noch ein Energy Drink, den ich nicht benutzen darf. Im gleichen Haus. Okay, ich höre ein Flugzeug. Okay, warte. Wo wurde das gedroppt? Wir holen uns das. Ha! Alles klar. Mieses Schwein. Ich hab ihn. Ein Hit. Hit. Down. Bam! Was auch immer der Typ jetzt vorhatte. Okay, Leute. Das war die Nummer 1. Ist leer. Okay, das war zu erwarten. Da steht Islan. Lel. Warte. Wenn wir ein bisschen nach rechts gehen. Warte. Jetzt sieht's so aus, als würde da Islam stehen. Oh, das ist Militärfeld. Hi, Welt. Heißt noch 38 im Leben nur noch. Das ist doch wunderbar. Ich finde das wunderschön hier. Oh. Das kann ich sogar benutzen. Oh, eine Bratpfanne. Jetzt gewinnen wir das. Ohne Scheiß. Jetzt gewinnen wir. Ah, ein Helm, den ich benutzen darf. Ich habe mich verschluckt. Eine Sanitätstasche, die ich nicht benutzen darf. Ich gehe jetzt mal kurz auf Toilette. Easy. René, was machen Sie hier für Unfug? Ich wollte Sie nur anrufen, weil ich mir dachte, ich habe Sie lange nicht mehr in der Aufnahme angerufen. Das ist ja wunderschön. Hallo Party People. Ich bin gerade mitten in der Militärbase. Und das ist eigentlich super. Sie looten jetzt, was das Zeug hält, und dann hauen Sie ab. Nee, ich bleib hier. Ich werde mir ein neues Leben aufbauen. Aber was ist, wenn diese Menschen kommen und sie nach ihrem Dienstausweis fragen? Dann töte ich sie mit meiner AK. Ja, und wenn sie mehr AKs haben? Verdammt, so habe ich das nie betrachtet. Vielen Dank. Eigentlich ganz entspannt, ne? Für ein PUBG ist ein sehr entspanntes Spiel. Kann man gut bei chillen. Oh, kennt ihr das, wenn ihr im Winter so trockene Hände habt? Schau mal, meine sind immer rot. Das ist der nackte Wahnsinn. Verdammt, die ist ja dahinter. Sie stand hinter meiner Flasche. Ah, nach 13 Spielen am Leben, das ist ja wunderbar. Muss sagen, PUBG tryhard ich auch immer richtig. Also ich gebe mir da immer richtig Mühe. Das ist wirklich ein Game, bei dem ich mich richtig anstrenge immer. Und dann auch wirklich die ganze Zeit richtig konzentriert bin. Dann bin ich auch nie irgendwie im TS oder so und daddel mit anderen. Und dann mache ich irgendwas anderes. Telefon direkt aufgelegt, Mann. Das ist ein wichtiges Spiel, ja. Muss man aufmerksam sein. Sonnenblumenkerne machen echt süchtig. Na, ja, wir sind ja in den Top 10. Natürlich. Ich bin 10.